Guten Morgen. Vielen Dank, liebe Delia. Und ich will das einfach nur unterstreichen und betonen. Ihr Lieben, seid herzlich eingeladen. Next Steps nach dem zweiten Gottesdienst. Die Oase trifft sich wieder. Das ist der Knaller. Und unser erster Mittwochgottesdienst. Mittwochabend hier in den Räumlichkeiten. Mit Abendmahl. Kommt, seid dabei, meldet euch an. Das wird richtig gut. Ich heiße Marc, wie gerade gesagt wurde. Ich bin Pastor in Ausbildung hier in dieser Gemeinde. Und heute ist Juli. Neuer Monat ist gestartet, das erste Mal Sonntag. Und auch wir haben uns überlegt, wir möchten in eine neue Predigtserie starten. Wir starten in eine Predigtserie, die folgenden Titel trägt: Weltveränderer. Weltveränderer. Wir alle wünschen uns doch, in dieser Welt etwas verändern zu können, oder? In eigentlich jedem von uns steckt doch so ein Gestaltungswille. Irgendetwas anpacken zu können, irgendwas zu schaffen, sei es mit den Händen oder sei es mit dem Geist, was auch immer. Es steckt in uns so ein Gestaltungswille. Wir möchten verändern, wir möchten formen, wir möchten erschaffen. Und das Geheimnis, um die Welt zu verändern, in der wir leben, dafür gibt es einen Schlüssel und dieser Schlüssel, er heißt Einfluss. Einfluss. In dieser Predigtserie wollen wir lernen, dass wir alle einen gewissen Einfluss besitzen. Und dieser Einfluss, er kann, wenn wir ihn richtig nutzen, buchstäblich unsere Welt verändern. Keiner von uns wird vermutlich die gesamte Welt verändern, okay? Es gab Menschen in der Geschichte, die haben große Teile der Welt verändert, beeinflusst und so weiter. Aber die gesamte Welt komplett noch nicht. Aber mit Einfluss, wenn wir ihn richtig nutzen, können wir zumindest unsere Welt verändern. Unsere Lebensrealität, die Menschen, die uns umgeben, die Umstände, die uns umgeben und so weiter. Wir wollen lernen, wie das gehen kann und welche Rolle Gott darin spielt. Und ich glaube, dass das freisetzen kann. Einfluss richtig genutzt, ja, wenn Gott da drin ist, das setzt etwas frei, setzt Kraft frei. Und ich denke, jeder von uns hat doch so den Wunsch, hey, mein Leben soll nicht bedeutungslos sein. Es soll nicht egal sein, ob es mich gibt oder nicht gibt, ja, sondern ich will eine Spur irgendwie hinterlassen. Eine Spur des Segens. Ich möchte das, was ich an Möglichkeiten, Ressourcen, Einfluss habe, ich möchte das gut nutzen und ich möchte einen Unterschied machen im Leben von anderen. Das ist mein Wunsch für mein Leben und ich hoffe, das ist auch dein Wunsch für dein Leben. Die heutige Predigt trägt den Titel, Die Verwaltung von Einfluss. Und wir springen auch schon direkt zum ersten Vers, den ich euch lesen möchte. Heute ist so der Einstieg in die Serie, ja, das wird ganz entspannt und ganz ruhig, ja, lehn dich ruhig zurück, ja. Nächste Woche geben wir ein bisschen mehr Gas, so. Jeremia 15, Vers 19. Gott spricht hier zu dem Propheten Jeremia im Alten Testament und er sagt, dann werden alle, unter denen du jetzt leidest, auf dich hören. Du selbst sollst dich aber nicht von ihnen beeinflussen lassen. Jeremia wurde von Gott gesandt. Er sollte eine Stimme sein für sein Volk Israel. Und diese Worte spricht er zu ihm. Und er beauftragt ihn, Einfluss zu nehmen durch seine Worte, sogar bei den Leuten, die es überhaupt nicht gut mit ihm meinen. Gleichzeitig warnt ihn Gott und sagt, hey, lass du dich aber nicht zum Negativen beeinflussen. Jeremia hat ein Mandat bekommen. Er soll Einfluss ausüben zum Guten, und er soll sich vor schlechtem Einfluss schützen. Da gibt es etwas, wozu Gott uns ruft. Er gibt uns ein Mandat, eine Aufgabe und wir sollen in seinem Namen, in seiner Kraft, in seiner Autorität sprechen, Einfluss ausüben. Ich möchte dir auch ein kurzes Beispiel aus dem Neuen Testament nennen. 2. Korinther 10, da schreibt der Apostel Paulus, wir werden nicht mit einer Vollmacht angeben, die wir gar nicht besitzen. Wir wollen vielmehr innerhalb der Grenzen bleiben, die uns Gott gesteckt hat. Und dazu gehört auch unser Auftrag bei euch. Wir hoffen nur, dass euer Glaube wachsen und unser Wirken unter euch immer weitere Kreise ziehen wird. Im Griechischen ist hier in diesem ersten Satz die Rede von einem Maß, das Gott zugemessen hat. Paulus hatte seinen Dienst, Gott hat ihn beauftragt, er hat ihn gerettet, er hat ihn gesandt in viele Länder. Aber Paulus wusste, mir ist ein Maß zugedacht. Gott hat manche Grenzen abgesteckt, das sind die Grenzen seines Einflusses. Das ist der Wirkungskreis, den er ihm gegeben hat. Hier erklärt der Apostel Paulus seine Absicht, dass er sich ausschließlich für diesen seinen Wirkungskreis des Dienstes rühmen will, den Gott ihm gegeben hat. Gott hat bestimmte Grenzen für ihn und seinen Dienst abgesteckt. Und diesen Einfluss nutzte er, damit das wahr wird, was er danach sagt, im zweiten Teil dieser Verse. Er sagt, meine Hoffnung ist, dass der Glaube von euch, ihr Lieben in Korinth, dass er wächst und dass er zunimmt.
dass ihr nicht da bleibt, wo ihr wart, sondern dass ihr vorankommt. Dafür will er seinen Einfluss nutzen und wünscht sich, dass sein Dienst dort sich multipliziert, weitere dazukommen und sich gebrauchen lassen. Gott gibt uns Einfluss. Aber ich glaube, Gott gibt uns niemals Einfluss nur zu unserem eigenen Nutzen. Einfluss ist uns gegeben, damit wir ihn zum einsetzen für andere und zum Segen für andere. Er vertraut uns Einfluss an, den wir uns nicht verdient oder erarbeitet haben, weil er etwas im Sinn hat. Warum ist das so, dass wenn du manchmal Leuten etwas sagst und sie hören drauf, sie nehmen das an, sie haben ein Vertrauensverhältnis von dir und ja, das ist ihnen nicht egal, was du sagst. Warum ist das so, dass unser Leben ein Vorbild ist? Ob du es willst oder nicht, das ist einfach wahr. Insbesondere dann, wenn du Kinder hast. Da kannst du dich gar nicht von entziehen. Dein Leben ist ein Vorbild für deine Kinder. So wie du dein Leben lebst, wird Einfluss ausüben auf deine Kinder. Es gibt einen Einfluss, der uns gegeben ist. Und wenn es stimmt, dass wir nicht die Besitzer von Einfluss sind, wir können ihn uns nur irgendwie nicht wirklich erarbeiten, nicht wirklich irgendwie holen, sondern er kommt von Gott, dann ist doch die Rolle, die uns zukommt, die Rolle des Verwalters, oder? Und die große Frage ist doch nun, wie verwalte ich gut, was Gott mir anvertraut hat? Das verhält sich mit dem Thema Einfluss so, aber genauso auch mit anderen Themen unseres Lebens. Zum Beispiel das Thema Finanzen. Hey, mein Leben gehört Gott, ich habe ihm alles gegeben, was ich bin, was ich habe. Dann gehört ihm auch alles, was ich habe. Ihm gehört alles an meinen Finanzen. Und wenn ihm alles gehört, dann bin ich doch der Verwalter. Genauso mit dem Thema Zeit, Begabung, was auch immer, da fällt vieles drunter. Wir sind Verwalter. Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen. 1975 trafen sich zwei befreundete Männer in Colorado, USA. Der eine war Lauren Cunningham, Gründer von Jugend mit einer Mission, Englisch heißen die abgekürzt YWAM, und der andere Dr. Bill Bright. Er ist der Gründer von Campus für Christus, so heißen sie zumindest hier in Deutschland. Beides echte Männer Gottes, die er stark gebrauchte, um Organisationen zu gründen, die bis heute weltweiten Einfluss haben, weltweiten Dienst haben und viele, viele Menschen erreichen. Nun, es begab sich Folgendes 1975. Beide waren zur selben Zeit in derselben Stadt und sie verabredeten sich zu einem Treffen, denn sie waren befreundet. Und ja, die wollten einfach zusammen Mittagessen gehen oder so. Und in der Nacht vor diesem Treffen haben beide etwas von Gott gezeigt bekommen und beide nahmen einen Zettel und schrieben das auf. Beide haben irgendwie den Eindruck gehabt, hey, Gott spricht hier zu mir, er sagt mir etwas, ich will das mal festhalten. Und als sie sich dann trafen, sagte der eine zum anderen, hey, weißt du was, Gott hat mir die Nacht etwas gezeigt, ich würde das gerne mit dir teilen. Und der andere sagt, hey, das ist aber interessant, ja? Weil mir ist dasselbe passiert. Auch mir hat Gott etwas gezeigt, das würde ich dir gerne mitteilen. Und so nahmen sie beide ihre Zettel heraus, sie legten sie nebeneinander und verglichen, was Gott ihnen da gesagt hat. Und bis auf ein paar Formulierungsunterschiede waren das eigentlich dieselben Dinge. Beide waren darüber sehr verblüfft und freuten sich. Gott bestätigte also das, was er ihnen zeigte, dadurch, dass er es den beiden zeigte, und dann auch noch zur selben Zeit, kurz bevor sie sich trafen. Sie kommen zusammen und für sie war klar, hey, Gott hat hier gesprochen. Das waren nicht einfach meine Gedanken, sondern es kann kein Zufall sein, dass wir beide das gesagt, gezeigt bekommen haben. Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was auf diesen beiden Zetteln stand, oder? Ich sag's euch, okay? Gott zeigte ihnen sieben Bereiche. Sieben Bereiche oder wenn in Büchern davon geschrieben wird und so weiter, wird auch gesprochen von den sieben Säulen oder von den sieben Bergen, the Seven Mountains, ja, so haben sie es überschrieben. Sieben Bereiche, die unsere Gesellschaft und das Leben eines jeden Einzelnen von uns maßgeblich bestimmen und formen. Diese Bereiche bestimmen maßgeblich unser Denken, unser Weltbild, unseren Umgang miteinander sogar, unser Leben und auch, warum wir Dinge heute so verstehen, wie wir sie nun mal verstehen. Nun, sechs dieser Bereiche stehen unter dem Einfluss des Teufels, unter dem Einfluss der Dunkelheit. Und Lauren und Bill, als sie sich da trafen und sich ausgetauscht haben über das, was Gott ihnen so gesagt hatte, wurde klar, hey, es ist essentiell wichtig, dass wir als Christen das Licht Jesu in jeden dieser sieben Bereiche hineinbringen.
Gott muss da reinkommen in diese Bereiche, die unsere Gesellschaft formen, unser Leben bestimmen, unser Leben formen und so weiter. Ihnen war klar, wir müssen etwas tun. Wir müssen, Gott hat uns hier sozusagen einen Plan gegeben oder einfach ein Ziel geschenkt, wo wir überall hinein möchten, hinein müssen, damit sich unsere Welt, unsere Nation, unser Land, unsere Erde, unsere Städte verändern zum Guten. Und unsere Welt lässt sich nur dann zum Guten verändern, wenn wir Christen bereit sind, Salz und Licht zu sein. Ihr kennt diese beiden Bilder aus der Bibel. Salz und Licht zu sein. Hier sind die sieben Bereiche. Die Reihenfolge spielt dabei keine so große Rolle. Und es beginnt mit Kirche. Der erste Bereich ist Kirche. Oder wir könnten auch sagen, religiöse Gemeinschaften. Unabhängig davon, wie wir es beurteilen, die Kirche hat, ja, vielleicht Klammer auf, noch Klammer zu, einen Einfluss und eine Prägekraft in die Gesellschaft hinein. Sei er gut oder schlecht, wie ich gerade sagte, unabhängig, wie wir das für uns beurteilen. Nun, wisst ihr, die meisten Menschen heute glauben, die Kirche dürfe oder sollte diesen Einfluss nicht haben. Denn schließlich ist Glaube doch Privatsache. Wenn du glaubst, dann ist das okay für mich, wenn du das glaubst, aber tu mir einen Gefallen, bitte behalt das für dich, okay? Glaube ist Privatsache, darüber solltest du nicht reden und so weiter, darüber solltest du mit keinem ja, in Kontakt kommen und irgendwie ja, darüber sprechen. Er muss es für dich behalten. Jeder soll glauben, was er für richtig hält, aber es sich gefälligst für sich behalten. Glaube sollte separiert sein von allem anderen und Kirche und Religion darf keine einflussnehmende Größe in der Gesellschaft sein. Das ist so ein bisschen das Denken, was in unserer Gesellschaft ist und was immer stärker und stärker wird. Und dazu möchte ich sagen, nichts könnte weiter weg sein von der Wahrheit. Gott, seine Kirche, sein Leib hat er ganz bewusst in diese Welt gesandt. Vor ein paar Monaten, weiß ich, hatten wir eine Predigtserie über die Apostelgeschichte. Und wir haben darüber nachgedacht und gesprochen, wie Gott seine Kirche ins Leben ruft zu Pfingsten. Und das war kein Zufall, sondern er möchte, dass es seine Kirche gibt in unseren Ländern und dass sie Einfluss nimmt. Und auch dieses ganze große Thema, die Trennung von Staat und Kirche, war eigentlich dazu gedacht, dass der Staat aus der Kirche rausgehalten wird, nicht aber die Kirche aus dem Staat. Ich meine, das, was wir in Europa erleben, all den Wohlstand, an den Segen und so weiter, das ist zum ganz, ganz großen Teil zurückzuführen auf unser christliches Menschenbild, auf christliche Ethik, auf christliche Moral. Da ist so viel Gutes, gibt spannende Bücher, ich kann dir da gerne was empfehlen, wenn du das lesen möchtest. Die Kirche. Eine Säule der Gesellschaft. Das zweite ist der Staat. Natürlich, die Politik, die Gesetze, die Regelungen, die Verordnungen. Und Verordnungen haben natürlich Einfluss auf unsere Gesellschaft. Und in der letzten Zeit ist uns dieser Einfluss insbesondere in Form von Einschränkungen bekannt. Ne? Du kannst nicht mehr das Haus verlassen, ohne dass du dann eine Maske tragen musst. Wir müssen uns an so vieles halten. Hier halten wir Abstand und Masken und so. Diese Verordnung, sie haben Einfluss auf unser Leben. Sie bestimmen, sie diktieren ein Stück weit, wie wir uns zu verhalten haben. Ein wichtiger Bereich, der durchdrungen werden muss mit der Liebe Jesu, mit Gottes Moral, mit Gottes Ethik, mit Gottes Bild vom Menschen. Ein weiterer Bereich ist Kunst und Unterhaltung. Dazu zählt die gesamte Unterhaltungsindustrie. Der Sport, die Modeindustrie und alle Formen von Kunst. Hey, sind wir Christen auch da vertreten? Wollen wir auch da Licht sein und Salz sein? Und ich kenne ein paar Modelabel und so weiter, wo sagen, hey, wir machen T-Shirts, die sind fair und wir wollen den Menschen achten, der das herstellt. Wir wollen Menschen nicht ausbeuten. Und die Botschaft, die wir vermitteln auf unseren Shirts, auf den Pullis, die wir machen, hey, die soll von Christus zeugen. Und ich denke, Hammer, noch mehr davon brauchen wir. Noch mehr, wo die Botschaft von Christus rauskommt, Mode in der Kunst, in der gesamten Unterhaltungsindustrie, im Sport und so weiter. Der nächste Bereich ist Bildung. Bildung. Bildung formt unser Denken, vor allem das Denken von jungen Leuten, maßgeblich. Und wisst ihr, noch vor 100 Jahren war der christliche Glaube, christliche Werte und Ethik deutlich präsenter in diesem Bereich der Bildung. Das hat stark abgenommen, leider. Nun wird Bildung mehr und mehr mit einer humanistisch geprägten Geisteshaltung vermittelt. Die Bildung übt Einfluss aus, auf uns, auf unser Denken, auf die Generationen, die nach uns kommen werden.
Das nächste ist die Wirtschaft. Business, Unternehmen, Beschäftigungszahlen, all das führt zu Wohlstand und entscheidet über die Wohn- und Lebensqualität, die wir halt haben in unserem Land. Das nächste, Medien. Fernsehprogramme, Radio, Magazine, Internet, Streamingdienste wie Netflix, Prime, Disney, soziale Netzwerke und Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Ich glaube, man kann heutzutage den Einfluss von Medien gar nicht überschätzen. Kannst du nicht. Es ist immens viel, wie viel der Durchschnittsbürger für Medien so aufwendet von seiner Zeit, und entsprechend stark ist der Einfluss. Wenn du dich schon mal als Älterer gefragt hast, und ich meine, ich bin auch noch ein junger Mann, aber manchmal sprechen die Jugendlichen eine Sprache, wo ich denke, Alter, was meinen die, okay? Ja, und das ist alles so zum großen Teil geprägt von so Anglizismen. Alles läuft über diese sozialen Netzwerke und so weiter. Die haben manchmal so eine Trends, führen irgendwelche Tänze auf und denkst, Alter, was machen die da? Ja, das prägt ihre Welt, das prägt, wie sie miteinander umgehen und so weiter. Und dann kommen wir zum letzten Bereich, Familie. Immer in der Geschichte, wenn die Institution der Ehe und der Familie stark war, damit meine ich, wenn sie gottesfürchtig geführt wurde und auf stabilen Werten und Prinzipien stand, dann war auch die Gesellschaft stark und am Aufblühen. Ja, man sagt nicht umsonst, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Und immer, wenn dieser Bereich anfing zu bröckeln, irgendwie da Kompromisse gemacht wurden oder was auch immer, fing auch die Gesellschaft an zu bröckeln. Und wisst ihr, die Idee von Lauren und Bill, die sich getroffen haben, die diese Bereiche miteinander ausgetauscht haben, war, wenn diese 7 Bereiche unsere gesamte Gesellschaft, unsere Welt ausmachen, bestimmen, dann ist es unwahrscheinlich wichtig, dass die Leute Jesu da hineinkommen. Dass die Leute Jesu den Einfluss, den sie haben, dort einsetzen zum Guten. Dass sie durchdrungen werden mit den Prinzipien, mit den Plänen, mit den Absichten Gottes. Und jetzt folgende Frage, warum erzähle ich dir das alles? Du könntest jetzt ja hier sitzen und dir die Frage stellen, hey, was hat das alles mit mir zu tun? Marc, das hört sich gut an und ja, ich bin dafür, lass uns das machen. So, aber weißt du, ich bin doch nur eine einzelne Person irgendwie. Und du sprichst hier von so Riesenbereichen wie Medien, Kirche, Staat und so weiter. Wie kann ich denn irgendwie Einfluss haben auf die Familien in unserem Land und so weiter? Und das ist eine berechtigte Frage. Ich bin doch nur eine Person. Was kann ich schon dazu beitragen, dass sich da etwas verändert? Ich möchte dir Mut machen. Und ich möchte dir Mut machen, indem ich dich an etwas erinnere, das Jesus uns gesagt hat. Jedem Einzelnen persönlich zugesagt hat, der an ihn glaubt. Matthäus 28. Mir, sagt Jesus, ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Es gibt niemand Mächtigeren als Jesus. Keinen Präsidenten, keinen Tyrann, keinen Diktator, keinen gar nichts. Jesus hat alle Macht. Und zwar nicht nur auf dieser Erde, sondern auch im Himmel. Ihm ist sie gegeben. Er hat alle Macht. Halten wir das mal fest. Und dann sagt er diesen bekannten Vers, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und jetzt kommt dieser Jesus, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Er sagt zu dir und er sagt zu mir, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Mann, das ist so eine herrliche Zusage, oder? Dieser Jesus, dem alles möglich ist, er ist mit mir, er ist mit dir. Und seine Macht, er lässt uns Anteil haben, ein Stück weit daran. Jesus hat alle Macht und er ist mit uns. Das darf und das muss uns ermutigen, den Willen zu haben, in dieser Welt für ihn zu leuchten. Egal, was wir meinen, wie viel Leuchtkraft wir haben, ja, wenn er mit uns ist, dann können wir leuchten. Hier in der Ekklesia Göttingen sitzen Menschen, die in dem einen oder anderen dieser 7 Bereiche Einfluss von Gott bekommen haben. Vielleicht bist du Medienschaffender und du bist dafür verantwortlich, dass etwas entsteht, dass irgendwas geschaffen wird. Vielleicht bist du politisch engagiert, ja, und du hast gewisse Kreise, wo du einen gewissen Einfluss bekommen hast und so weiter. Hier in der Ekklesia sitzen Leute in diesen Bereichen, ist ja klar. Mir zum Beispiel ist ein gewisser Einfluss in unserer Kirche gegeben.
Und ich darf und ich soll ihn so verwalten, dass dieser Bereich mehr und mehr von Gott durchdrungen wird. Dass seine Pläne, seine Absichten, seine Ziele zum Zuge kommen. Das steht in meiner Verantwortung. Und dir will ich sagen, an deinem Arbeitsplatz, in dem Bereich, in dem du eben bist, in dem sozialen Netzwerk, in dem du eben bist, Jesus, der alle Macht hat, er ist mit dir. Und er will dir Einfluss geben, den du gebrauchen kannst zum Guten. Matthäus 5, diese bekannten Worte, ich sagte sie schon, da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Schon interessant, dass er nicht sagt, meine Lieben, versucht doch mal so richtig salzig zu sein. Oder gebt doch mal euer Allerbestes, um ein bisschen zu leuchten. Nein, Jesus sagt, ihr seid es. Es ist schon da, okay? In dem Moment, wo du an Jesus gläubig geworden bist und gesagt hast, mein Leben gehört dir, ich folge dir nach. Ab diesem Moment gilt dir die Zusage, du bist das Salz der Erde und du bist das Licht der Welt. Und in Vers 15 heißt es dann, und niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Wenn du den Vers so liest, denkst du dir, ja natürlich, ja, ist doch klar. Ich meine, ich montiere mir ja auch nicht eine Lampe in meinem Wohnzimmer, irgendwie hinterm Sofa, oder? Hey, gibt doch gar keinen Sinn, ja, ich will nicht, dass da irgendwie hinterm Sofa die Dunkelheit erhellt wird. Nein, wir montieren unsere Lampen schön weit oben, meist zentral in dem Raum. Warum? Weil wir uns wünschen, dass das Licht überall hinkommt. Damit wir uns nicht den großen Zeh anstoßen irgendwie am Sofa, sondern wir wollen alles sehen. Und genau das sagt Jesus hier weiter. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn ihr das Licht seid, dann überlegt doch mal, was die richtige Position ist. Ist das irgendwo versteckt, irgendwo hinter einem Sofa? Oder ist es nicht viel mehr an einem Ort, den man sieht und der leuchten kann für alle und es hell macht? Wir sollen uns auch nicht in der Kirche verstecken. Schon vor einiger Zeit fing ich folgendes Gebet an zu beten und das bete ich immer noch. Und ich sage, Gott, hilf uns aus unserem Schattendasein heraus. Ich glaube, dass wir Christen ganz neu mutig werden dürfen, herauszutreten. Und ich weiß, dass es, oder ich wünsche mir, dass wir als Ekklesia Göttingen sichtbar und hörbar werden in unserer Stadt, mehr als jetzt. Ich weiß noch nicht genau wie, ich habe selbst noch offene Fragen und bin auf der Suche. Aber ich weiß, dass es uns Mut und Glauben kosten wird, auf den Lampenständer gestellt zu werden und für alle zu leuchten. Aber weißt du, genau das ist der Wille Gottes für seine Kirche, für seinen Leib, dass er sichtbar und hörbar ist und einen Unterschied macht. Und dann heißt es in Vers 16, genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Anschließend sagt uns Jesus, was zu tun ist und wie das Leuchten geschehen soll. Er spricht über gute Taten vor den Menschen. Gute Taten, die ebenfalls sichtbar sind, die gesehen werden. Und diese guten Taten dürfen natürlich auch geschehen, ohne dass man sie sieht. Aber hier ist ausdrücklich die Rede davon, dass sie sichtbar sein sollen. Und dazu gehört auch, dass mitgeteilt wird, wer der Urheber dieser guten Taten ist, nämlich der Vater im Himmel. Gute Taten, die vor Menschen sichtbar werden, vermehren den Ruhm Gottes. Dir ist Potenzial gegeben, dir ist diesen Möglichkeiten, Fähigkeiten gegeben, dir sind Ressourcen gegeben und die Frage ist, hey, wie setze ich das ein? Wie kann ich denn eigentlich für die Menschen um mich herum Salz sein? Wie kann ich da einen Unterschied reinbringen? Denn du kennst das von einer Suppe, oder? Wenn das Salz fehlt, dann schmeckt sie fade, dann ist sie irgendwie nicht so genießbar. Sobald da etwas Salz hineinkommt, ach, leckere Suppe, da ist ein Unterschied gemacht worden. Und Jesus spricht hier von guten Taten. Ich glaube, das kann alles Mögliche sein. Ich glaube, eine gute Tat beginnt schon damit, dass du nicht grimmig irgendwie reinschaust, sondern dass du einfach mal lächeln kannst. Dass du jemandem ein Lächeln schenkst und ihn freundlich begrüßt. Sei es hier in der Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz, vielleicht auch die Kassiererin an der Kasse, der du begegnest. Wie kannst du ganz neu anfangen, gute Taten zu tun? Wie kannst du ganz neu anfangen, salzig zu werden für dein Umfeld? Und was Jesus hier sagt ist, hey, Menschen werden diese guten Taten sehen, sie werden diesen Unterschied spüren und wenn sie wissen, was die Quelle deiner Motivation ist, nämlich Gott, dann werden sie ihm dafür danken und sein Ruhm und seine Ehre wird gemehrt werden. Dadurch, dass wir salzig sind, dadurch, dass wir gute Taten tun. Zum Ende dieser Predigt möchte ich einfach drei ganz simple
Fragen stellen oder drei ganz simple Fragen beantworten. Und die erste Frage ist, warum? Warum eigentlich diese sieben Bereiche, warum eigentlich diesen Unterschied machen, Salz und Licht sein und so weiter? Und ich will einfach mal ganz kurz antworten, aber es ist einfach so wahr, weil es Gott gefällt. Weil es Gott gefällt. Gott hat einen viel weiteren Blick als wir. Sein Blick umfasst nicht nur die Kirche, sondern die ganze Welt. Jeden einzelnen Menschen sieht er. Und er wünscht sich, dass jeder ihn erkennt und an ihn gläubig wird, unabhängig davon, in welchem Bereich er oder sie tätig ist. Es gefällt ihm, wenn seine Kirche, die Leute, die zu ihm gehören, ihn repräsentieren auf dieser Erde und das auf eine gute und gesunde Art und Weise. Hebräer 13, da steht, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich der Herr. Und wenn du diesen Vers so liest oder die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, will ich eigentlich ein Leben leben, das Gott erfreut? Wenn ich das tun will, dann ist mir hier ganz deutlich gesagt, was ich dafür tun kann. Vergesst nicht die guten Taten. Epheser 2,10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Es ist unsere Berufung zu tun, was Gott bereits vorbereitet hat. Wir leben ein Leben auf dieser Erde und wir warten nicht bloß auf den Tod, irgendwie einfach, dass es einfach vorbeiläuft, sondern nein, in der Zeit, die uns hier gegeben ist, wollen wir etwas bewirken. Wir wollen Gott dienen. Und letztens kam mir nochmal so ein Satz in den Sinn, der mich stark geprägt hat. So die Frage, warum dienst du? Warum dienst du Gott? Warum nutzt du deine Zeit, dein Geld, deine Ressourcen und du steckst sie, um Gott zu dienen? Du steckst sie in die Sache Gottes hinein. Und dann war ich so erinnert an diesen Satz, ich diene nicht, weil es meine Aufgabe wäre. Ich diene nicht, weil ich eben Vikar der Ekklesia-Gemeinde Göttingen bin. Ja, jetzt werde ich bezahlt, jetzt muss ich ja und so weiter. Das gehört auch dazu. Aber weißt du, die Kernmotivation meines Lebens und ich hoffe deines auch, hat etwas mit der Identität von uns zu tun. Wir dienen nicht, weil es unsere Aufgabe wäre, weil es sich so gehört als Christ und so weiter und so fort, sondern weil wir Diener sind, weil es unsere Identität ist. In dem Moment, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben, haben wir gesagt, du bist unser Herr. Du darfst entscheiden, was mit meinem Leben geschieht. Ich mache das nicht, um dich irgendwie zu beeindrucken oder so. Ich habe keine falschen Motive, sondern ich diene, weil es zutiefst meine Identität ist. Mein Verständnis von mir selbst. Ich bin Diener Gottes. Und dann kommt alles andere. Warum? Weil es Gott gefällt und weil es sein Wunsch und sein Plan ist für unser Leben. Wo? Ist die nächste Frage. Und diese Frage lässt sich ebenfalls sehr leicht beantworten. Da, wo du bist. Wenn Gott deine Welt verändert, bei uns anfängt, bei dir anfängt, bei jedem Einzelnen von uns, dann werden wir die Welt um uns herum ein Stück weit verändern. Jedem von uns ist ein Einflussbereich gegeben. Nächste Woche spreche ich etwas intensiver über dieses Thema. Und weißt du, die Berufungsgeschichte von Mose, die half mir irgendwie dabei, das ein bisschen zu verstehen. Gott will Mose gebrauchen. Ihr kennt wahrscheinlich dieses lange Gespräch zwischen Gott und Mose. Dieses Hin und Her und Mose will nicht und so. Und Gott gibt ihm sogar Zeichen, um zu bestätigen, dass er ihn gebrauchen möchte. Und um zu beweisen, dass er es wirklich so meint, fragt er ihn Folgendes. Lieber Mose, was hast du da in der Hand? Und er sagt, ich habe einen Hirtenstab. An dem Ort, wo er steht, fragt er, sag mal, was hast du eigentlich da? Er sagt nicht, lauf los, bereite dich vor, keine Ahnung, mach irgendwelche Dinge. Was hast du in der Hand? Ein Hirtenstab. Und dieser einfache Hirtenstab, er spielt später noch eine bedeutende Rolle in der Ausführung des Auftrags, den Mose bekommen hatte. Wo will Gott uns gebrauchen? Ich will dir sagen, da, wo du bist, mit dem, was du in der Hand hast. Da, wo du bist, mit dem, was du in der Hand hast. Das sind die einzigen Voraussetzungen. Und die letzte Frage, wie? Ich finde diesen Text in Jesaja so stark und so ermutigend. Ich will ihn euch lesen. Es steht, öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du
soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Was für eine herrliche Zusage, oder? Ich möchte uns heute zum Start in diese Predigtserie einladen. Lasst uns Gott ganz neu bitten, dass er uns in der kommenden Woche offenbart, was genau er von uns möchte, um die Welt um uns herum beeinflussen zu können. Beeinflussen zu können zum Guten. Ein Zitat noch zum Ende. Franz von Assisi soll gesagt haben, predige das Wort jederzeit. Wenn nötig, benutze Worte. Fand ich interessant. Und ich glaube, das darf uns ermutigen. Das darf vielleicht auch zu einem Motto in unserem Leben werden. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, Mensch, ja, ich weiß, dass in mir etwas steckt. Ich weiß, dass Gott mir Begabung gegeben hat. Aber irgendwie komme ich nicht raus aus meinem eigenen Dunstkreis. Irgendwie komme ich nicht raus aus meiner kleinen Welt. Aber ich möchte so gerne einen Unterschied machen. Ich möchte so gerne Salz sein und Licht sein für die Leute um mich herum. Dann will ich dich einladen, dass du genau das Gott heute sagst. Denn ich glaube, da steckt richtig viel Potenzial in dir. Richtig viel an Möglichkeiten, die Gott dir schenken möchte, deine Welt um dich herum zu verändern. Ich möchte uns einladen, lasst uns mal die Augen schließen. Es geht einfach nur darum, dass du einen kurzen privaten Moment mit Gott hast. Weil ich glaube, dass er hier ist. Und dass du einen Moment hast, in dem du dich ganz kurz konzentrieren kannst. Und wenn du sagst, Marc, ja, boah, da geht noch mehr, auch in meinem Leben. Ich wünschte, ich könnte Einflussnehmer sein in einem dieser Bereiche, die unsere Gesellschaft irgendwie bestimmen. Dann lade ich dich ein, sag es Gott, gerade da, wo du jetzt bist. Sag ihm, hier bin ich Herr. Und ich will, dass du mich gebrauchst. Ich will, dass du mir ganz neu auch die Augen öffnest für die Not anderer. Da, wo ich bin, mach mich zu einem Einflussnehmer. Sag es ihnen mit deinen Worten. Danke, Herr, für diesen Morgen. Danke für diese Botschaft, die wir heute hören durften. Und Herr, danke dafür, dass wir berufen sind, ein Leben zu leben als Veränderer, als Weltveränderer. Und Herr, ich bete darum, dass du mit uns beginnst, schon heute, schon jetzt, während wir hier sind und wenn wir den Gottesdienst verlassen, dass wir ein verändertes Herz bekommen und die Not anderer sehen und bereit sind zu helfen, zu leuchten mit dem, was du uns gegeben hast. Da, wo wir sind, mit dem, was wir in der Hand haben, was du uns gegeben hast. Ja, hilf uns auch, keine Ausreden vorzuschieben oder so, sondern zu tun, wozu du uns gerufen hast. Gebrauche uns zur Ehre deines Namens, Herr. Wir lieben dich. Amen. Amen. Gottes Segen, ihr Lieben.